Konnichiwa, Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part. Ja, ich habe endlich den Raum gefunden. Wir mussten einfach weitergehen. Das ist einfach so doof. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist manchmal hier kompliziert, irgendwas zu finden. Das ist so ein Mobbing-Spiel. So, wir machen jetzt der Brief. Ich weiß nicht, ob wir das... Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, ne? Können wir gar nicht, weil ich habe ja den Raum erst gefunden. Da ist Schnee, okay. Ein Hundi und ein Mann. Geht der gerade Gassi mit ihm? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden ja sowieso ein paar Erinnerungen finden. Oh, woran hat er sich jetzt festgehalten? Hier ist es auf jeden Fall aber schöner als, weiß ich nicht, in den letzten Parts. Oh, da hinten, Hirsche. Die Musik ist einfach echt so schön. So. Okay. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Also haben wir es doch noch nicht gemacht. Ich bin immer unsicher, weil ich einmal fast das gleiche aufgenommen hätte damals. Also bei einer anderen... ein anderes Kapitel. Deswegen bin ich etwas vorsichtig, ob ich das schon gemacht habe oder nicht. Aber es kommt mir nicht bekannt vor, deswegen... Mal sehen. Ah, okay. Oh, ich verhedder mich jetzt schon wieder. Oh nein! Ich komme da nicht mal mehr hoch. Alter, was für eine Kacke. Ich habe mich verheddert. Einmal rum. Na ganz klasse. Ich habe mich voll verheddert. Also, ich bin gleich nicht mehr da. Ich verstehe. Ich muss da wahrscheinlich jetzt... so eine Art Trampolin bauen. Dass ich da überhaupt hochkomme. Nein. Die Steuerung habe ich aber noch drauf. Das ist sehr gut. Oh Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, wir kriegen keinen Garn mehr. Wäre echt böse gewesen. Hui. Was ist das? Das ist Eis. Das sah gerade so komisch aus. Ui. Werden die mich jetzt angreifen? Weg mit euch! Ich habe ein bisschen Angst, ne? Warum ist die Musik jetzt auf einmal so... so bedrohlich? Oh, fuck. Nein! Oh Gott, die wollen mich angreifen! Wow! Nein! Oh, wie gemein! Die schnappen mich! Oh, diese Tiere sind doch einfach hier so eine Mobbing-Gruppe. Ohne Scheiß, die ganzen Tiere hier, die sind so richtig am Mobben. Wow! Das war knapp. Nein! Oh, ist das ein Drecks... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist doch Kacke! Ich habe mich schon gewundert, warum die Musik auf einmal so schnell wird. Jetzt verstehe ich es. Boah. Kack dich an. Ich will nicht. Boah.
Oh, das war aber knapp. Geh. Oh nein. Nein. Hätte ich eh nicht geschafft. So eine Scheiße. Puh, zum Glück ist das hier ein Checkpoint. Was für Drecksviecher, ey. Ohne Scheiß. Aus. Was denken die denn, dass wir Futter wären oder sowas? Schnell weg hier. Gott sei Dank. Sind jetzt hier die nächsten Viecher, die mich jetzt angreifen? Ich habe ein bisschen Angst. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das müssen wir dann nach oben bringen. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber... Ich versuch's mal. So. Okay, dass wir hier hochkommen. Oh. Cool. Ah, warte mal. Vielleicht sollte ich das doch machen. Und jetzt? Ich glaube nicht, dass mir das jetzt hier irgendwas bringt. Ich muss da aber hoch. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht, wenn ich mich so schwinge? Aber es ergibt auch keinen Sinn. Wenn ich mich so vielleicht schwinge und darüber komme, ich habe keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Nein, okay. Aber es ist schon unlogisch, dass er jetzt hier nicht hochkommt, ne? Soll mir das hier irgendwas sagen? Nee, oder? Autsch. Oh, ich verstehe langsam. Ich glaube, ich muss das Ding da mitnehmen. Ich verstehe langsam, warte mal. Ich glaube, wir müssen das hier rüberbringen irgendwie. Denke ich. Ich weiß es aber nicht. Wartet mal. Ich muss mich erstmal hier entwirren. Das ist ja eine Katastrophe. So, Moment. Nein. Du musst es abmachen. Sonst haben wir gleich kein Garn mehr. Das sieht aber nicht gut aus. Wie komme ich denn jetzt... Komm. Ich glaube, das brauche ich als eine Art Brücke für da oben. Darum ist die Lampe auch runtergekommen. Vermute ich. Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. So. Dann können wir das jetzt hier machen. Ja, das sieht ja sehr problematisch hier aus, ne? Ich muss mich erstmal hier überall entwirren, das ist ja eine Katastrophe. So. Mhm. Erstmal das. Ich vermute, dass ich das hier so nach oben bringen soll. Das Problem ist, ich mach's gerade falsch. Scheiße.
Muss ich ja erstmal da hochkriegen. Ach Mann. Ich habe jetzt ein bisschen einen Schritt zu weit gedacht, leider. Upsala. Ein Schritt zu weit gedacht. Okay, das ist jetzt gerade doch etwas trickreicher, als ich dachte. Ich muss das schon vorher machen. Okay, scheiße. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Na gut, was sollen wir machen? Ich muss das alles vorher machen. Nein, ich drück immer doppelt. Das sollte ich nicht tun. So, ja, ich muss den erstmal hier aus dieser komischen Fuge rauskriegen. Oder auch nicht. So, jetzt muss ich. Ach, jetzt bin ich ganz wieder runtergefallen, ist auch nicht so toll. Warum passiert nichts? Jetzt aber. So, erstmal hier. Das ist jetzt doof, dass es hier runtergefallen ist. So. Falscher Weg. Moment. So. Einmal zack. Ich hoffe, der Garn reicht noch aus. Das wird kompliziert. Scheiße. Ich muss das da oben lösen. Ach Mann, das ist doch Kacke. Das ist echt gerade nervig. Hier muss man alle Schritte planen. So, gib mir mein Garn wieder. Ich hoffe, das klappt jetzt, sonst haben wir ein Problem. Und ich glaube, wir haben ein Problem. Kann das sein? Fuck, was soll ich denn jetzt machen? Oh Mann. Wie soll ich denn das jetzt machen? Das ist ja komisch. Vielleicht so? Dass ich den dann hier raufbringe und dann weiß ich auch nicht, was mir das bringen soll. Das ist jetzt, okay, ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Also ich verstehe schon, dass wir das da hochbringen müssen, aber ich verstehe nicht, wohin. Weil das bringt uns jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Wenn ich das jetzt hier auf diese Lampe bringe, was soll mir das bringen? Fällt der runter, ne? Oder muss ich hier raus? Nee, das kann auch nicht sein, eigentlich. Aber das ist niemals. Ups. Hallo. Das ist niemals umsonst hier, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht umsonst da. Okay, wartet mal. Das ist nicht umsonst da. Das müssen wir wahrscheinlich anders machen. Wartet mal. Erstmal das, dann mache ich das hier ab. Damit ich wieder Garn habe. Sonst sterben wir. Furchtbar. So, dann mache ich hier jetzt diese Brücke. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Oder ob ich überhaupt darüber komme. Nicht. Scheiße. Das gibt's doch nicht! Wie soll das gehen? Mir fehlt Garn. Alles verknotet hier. Ich werde sterben. Ist jetzt echt Kacke, ne? Was soll ich denn jetzt hier machen? Weil wenn ich das jetzt mache, ich komme hier nicht mehr rüber.
Nein! Ich habe irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Weil ich habe kaum noch Garn. Ich habe eigentlich gar kein Garn mehr. Fick dich! Jetzt ist alles wieder runtergefallen. Oh Mann, das ist doch Kacke. Das ist echt Kacke. Ach, jetzt kriege ich auf einmal alles wieder, oder was? Natürlich. Ich mach's gerade verkehrt rum, ich weiß. Ist mir jetzt auch egal. Ich verstehe ja den Sinn, was wir machen sollen, aber es ist gerade nicht so leicht, das umzusetzen. Und irgendein Stück hat mir gefehlt. Ich glaube, dieses Stück habe ich jetzt endlich. Glaube ich. So. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Sieht aber schon besser aus. Vom Garn her. Ich habe jetzt. Na! Nein! Och Mann, ich hasse dich! Warum machst du das denn ab? Ach Mensch, jetzt ist alles wieder verkackt. Weißt du das? Blöd, Mann. Geh da rauf. Jetzt kann ich das alles wieder normal machen, weil du es verkackt hast jetzt. Mach's doch scheiße. Ein Fehler und schon hier. Ich wollte das nämlich da rausziehen und er hat es dann abgemacht, ne? Das sollte er nicht tun. Und ich weiß nicht mal, ob das, was ich jetzt hier mache, richtig ist. Aber ich muss ja irgendwas probieren. So, wir haben immerhin jetzt ein Stück mehr Garn und das ist das, was uns gefehlt hat, eben die ganze Zeit. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Weil dann kann ich das hier abmachen. Und kann hier so einen Weg bauen. Weil ich muss das irgendwie so machen, dass eine gerade Linie ist, dass der nicht irgendwo stecken bleibt. Also dieses Stück, was wir hier haben. Ich muss das mal richtig machen, wartet mal. Das ist mir zu durcheinander. Ich muss das erstmal alles abmachen. Ja. So. Erstmal den ganzen Garn hier wiederholen. Dann fangen wir von hier an. So. Eine Art Brücke bauen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt klappt. Müsste aber. Und dann, dass wir das da rüberkriegen. Da oben. Das muss jetzt eigentlich funktionieren. Weil wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Mal gucken. Also theoretisch müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Wir haben jetzt diese Art Brücke gebaut. Das Problem war halt diese Ecke hier unten. So. So. Oh, du schaffst es. Und jetzt kommen wir hier hoch. Gott sei Dank. Und dann können wir jetzt hier weg. Oder was? Wow! Oh, wie gemein. Das war jetzt gemein. Ich hole mir mal wieder mein Garn wieder. So ein bisschen davon. Wie, das fällt jetzt runter. Ich krieg die Krise. Da komme ich gar nicht hoch. Was soll ich denn jetzt machen?
Was ist denn jetzt schon wieder für ein Rätsel? Ich dachte, ich bin fertig hier. Huch. Okay. Ziehen kann ich nicht. Ja. Yippie, das nächste Rätsel. Ich brauch Garn. Scheiße. Sehr hier aber lustig. Ich muss sowieso gleich wieder einen Cut machen, leider. Ich würde gerne mehr spielen. Viel, viel mehr. Also, dass der Part länger wird, aber das bringt leider niemanden was. Weil so 20, 25 Minuten sind ja auch nicht wenig Zeit, deswegen... Für was ist das denn jetzt da? Ich verstehe es gerade nicht. Das kann man abmachen, oder? Das kann man doch nicht abmachen, oder? So aus, als ob da unten so eine Art Weg ist, aber... Also, dass ich da unten weiter muss. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Weil das blockiert hier. Und ich glaube, wir müssen hier durch. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Was ist das überhaupt? Irgend so ein Dachboden hier. Also so eine Scheune oder so. Ich kann mir nur jetzt logisch vorstellen, dass ich jetzt hier durch muss. Aber ich sehe jetzt nicht ehrlich gesagt, wie ich jetzt hier durchkommen soll. Nein! Okay, alles klar. Okay, wir haben es geschafft nach 10 Jahren. Hui! Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier bei dem Checkpoint erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und ja, bis bald. Oh nein, ich höre schon wieder... Die Vöglein, die ich nicht hören möchte. Oh nein. Also bis zum nächsten Part.